Gulasam erit barium exetric. Gut, jetzt noch der Lebensfunke. Ein Teil des Lebensfunkens. Papa meint, wenn man den Lebensfunken teilt, geht nichts verloren. Es entstehe ein neuer Funke, genauso mächtig und wunderbar wie das Original. Es hat nicht geklappt. Was ist geschehen? Erzmagier Alistair? Warum bin ich ein Frosch? Ja, warum ist er noch ein Frosch? Wir haben seinen Geist zurück in diese Welt geholt. Die Rückverwandlung in einen Menschen war nie Teil der Abmachung. Aber... Es gibt einen einfachen Weg, einen verzauberten Frosch zurück in einen Menschen zu verwandeln. Er muss lediglich von einer jungfräulichen Prinzessin geküsst werden. Nur, wo sollen wir so eine finden? Der Geist des Erzmagiers ist zurück. Aber verständlicherweise hätte er auch gerne seinen Körper wieder. Oh, aber ich verstehe nicht. Warum ist Ivo schwanger? Das Artefakt. Hä? Ivo trug lange das Artefakt des Schicksals, das jeden Wunsch erfüllen kann. Wenn man sich in der Nähe eines so mächtigen magischen Gegenstands befindet, kann die Magie abfärben. Sie wirkt nach, selbst wenn man den Gegenstand nicht mehr hat. Aber ich habe mir kein Kind gewünscht. Ich spreche nicht von dir. Also, naja, ich... Du hast mir das angetan? Du hast dir gewünscht, mit mir eine Familie zu gründen? Das, ja, aber ich wusste ja nicht... Ivo vom Waldlandreich, möchtest du meine Frau werden und den Rest meines Lebens mit mir verbringen? Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Wir werden bald eine richtige Familie sein und wir mussten dafür nicht einmal Sex haben. Ja, ja, super. Aber nun erzählt, was ist geschehen? Sie wurden in einen Frosch verwandelt, von der kleinen Van Buren. Da war ein Golem und Munkus, der Hexenmeister. Er hat Wilbur ausgetrickst, aber sie hatten den Golem in Sekunden zerlegt und auch Munkus wäre kein Problem für sie gewesen. Aber dann war da eine ungeheure magische Energie. Ich war unvorbereitet und ich konnte ihr nicht widerstehen. Das war die Kleine. Sie hat Wilburs Zauberstab in die Hand bekommen. Und weil sie eine Nachfahrin des Hexenmeisters ist, der den Stab gemacht hat... Wilburs Zauberstab ist der Stab von... Mögen uns die Götter beistehen. Die Kleine hat halb Seefels verwandelt. Und hier war sie auch schon. Ich hatte schon mit Magiern zu tun, aber was die abzieht ist... Wow. Wo sind Wilbur und Remy? Es tut mir so leid, Erzmagier, aber... Remy ist tot. Er wurde von einem Geist getötet. Er ist... Nein, ich spüre ihn noch. Er ist in Wilburs Armen gestorben. Im Tempel, in dem er vor Jahren Wilburs Zauberstab gefunden hat. Was für ein Tempel? Genau weiß ich es nicht. Wilbur meinte, er sei irgendeiner bösen Gottheit geweiht. Den Namenlosen hat er ihn genannt. Oh! Das ist dann wohl nicht so gut. Einige Hexenmeister haben dort Rituale abgehalten und eine Maschine gebaut. Der Zauberstab. Er ist von den Van Burens über Remy zu Wilbur und dann zum Van Buren-Mädchen gewandert. Ich hätte ihn genau untersuchen müssen.
Wilbur sucht im Düsterwald ein Buch, in dem steht, wie man Van Burens Zauberstab zerstören kann. Genau wie Remy es ihm aufgetragen hat. Das war nicht Remy. Und in dem Buch steht auch nicht, wie man den Zauberstab zerstören kann. Beide Brüder haben zusammengearbeitet, um... Wir müssen Munkus um jeden Preis aufhalten. Was er vorhat, ist Wahnsinn. Munkus? Sind die Van Burens nicht das eigentliche Problem? Sie verwandeln Stück für Stück unsere Welt. Eine Welt, die es vielleicht nicht mehr geben wird, wenn Munkus das Buch aus dem Düsterwald in die Finger bekommt. Schnell! Gebt mir meinen Zauberstab! Tja, also... Euer Zauberstab... Ihr habt ihn nicht mitgebracht, oder? Er müsste noch in Seefeld sein. Wir müssen ihn holen, sofort. Ohne ihn kann ich meine magischen Kräfte nicht richtig kanalisieren und ich fühle mich so schwach wie noch nie zuvor. Ich werde der Mary Dampf machen. Los geht's!